Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mich stresst Einkaufen manchmal ziemlich, weil ich ja bei jedem Teil Entscheidungen treffen muss. Kaufe ich Bio oder regional oder doch lieber das Günstige? Okay, das ist also auch regional und Bio und arschteuer. Ich will am liebsten nachhaltig einkaufen und das zu einem fairen Preis. Angeblich geht das, dafür gründet man einfach seinen eigenen Laden mit ein paar anderen 100 Leuten zusammen. Das Konzept nennt sich genossenschaftlicher Supermarkt und das gibt es in Deutschland schon in einigen Orten. Also nicht nur, dass die Äpfel hier anders aussehen, sie sind auch günstiger. Und die Lebensmittel kommen angeblich vor allem von Öko-Kleinbauern aus der Region. Ich will auschecken, funktioniert so ein Laden im Alltag wirklich? Und lohnt sich das Ganze am Ende im Vergleich zum normalen Supermarkt?